Guten Abend, mein Name ist Nina Mühlhens und ich begrüße Sie im Namen des Vorstands des Frankfurter Presseclubs zu unserem Clubabend mit dem Thema: Welchen Einfluss haben die Mediendienste? Die einzelnen Dienste haben ja recht unterschiedliche Schwerpunkte, die wir alle kennen. Und unter anderem bieten sie kritische Begleitung in der Berichterstattung. Sie bieten Infos über die personellen Veränderungen, über Diskussionen, die aktuellen journalistischen Themen, welche Strategien in Kommunikationen verfolgt werden, in Unternehmen und beschreiben eben auch neue Trends. Wie prägen denn eigentlich die Mediendienste unsere Aktualität, unsere Themenvielfalt und welche Rolle werden sie zukünftig spielen? Bevor wir einsteigen in dieses Thema, lassen Sie mich noch ein paar Details zu dem Ablauf heute Abend sagen. Wir werden im Panel circa 40 Minuten, 45 Minuten diskutieren und haben dann ungefähr noch eine Viertelstunde Zeit für Ihre Fragen. Bitte schreiben Sie die jederzeit in den Chat rein. Meine Vorstandskollegin Michaela Schmehl wird die allgemeine Diskussion im Anschluss übernehmen und Ihre Fragen auch gerne schon sammeln und dann aufgreifen. Ich freue mich, lieber Peter, lieber Stefan, dass ihr heute Abend hier seid und wir gemeinsam diskutieren darüber. Und ich darf euch an der Stelle noch einmal ganz kurz vorstellen, nämlich Peter, du bist ja Journalist, Unternehmer und auch Geschäftsführer der Turi GmbH und die du zusammen mit deiner Frau Heike gegründet hast und auch führst. Und 2006 ist dieser Fachblog gegründet worden von dir. Also er lebt schon sehr, sehr lange und sehr vielseitig. Und ich glaube, er verfügt auch fast über 22.000 Abonnenten. Also sehr, sehr spannend, was du da machst. Und lieber Stefan, du bist freier Journalist auch gewesen und hast da unter anderem fürs Medium-Magazin, die Süddeutsche Zeitung und die Welt am Sonntag geschrieben. Und seit 2009 bist du beim Medienportal Media und seit 2021 Chefredakteur. Deswegen freue ich mich ganz besonders, mit euch heute Abend über dieses Thema Mediendienste tatsächlich auch zu diskutieren und aufzugreifen und mal schauen, welche vielseitigen Blickwinkel wir da auch mit oder Impulse wir aufgreifen können. Und lasst uns doch vielleicht starten mit der Frage, welche Rolle spielen denn Mediendienste heute? Vielleicht willst du beginnen, Peter, und so ein bisschen deine Erfahrungen einfach teilen, wie du das wahrnimmst draußen in der Medienlandschaft. Oh, schwierige Frage. Welche Rolle spielen wir? Kann ich so pauschal eigentlich auch nicht sagen. Also ich denke, es ist unterschiedlich. Verschiedene Mediendienste haben verschiedene Funktionen. Für Turi 2 kann ich so viel sagen. Wir haben eine Funktion für unsere 30 Mitarbeiter als Arbeitgeber. Also ich habe 2006 tatsächlich alleine angefangen. Heike kam jetzt ein bisschen später dazu. Aber heute sind wir doch fast 30 Leute oder sind jetzt 30 Leute. Und für die 20.000 Stammleser, die wir haben, also wir haben 20.000 Leser, die jeden Morgen, jeden Abend Turi 2 angucken, sind wir hoffentlich jeden Tag eine Quelle der Inspiration und für viele auch die Hauptinformationsquelle. Ein bisschen Community-Feeling kommt auch rüber. Man sieht so, was machen so die anderen in der Branche. Also so ein bisschen Community-Building in Zeiten, wo alle zu Hause sitzen, haben wir in den letzten Monaten auch gelernt. Sonst müssen fast Außenstehende beurteilen, welche Rolle wir spielen. Stefan, wie siehst denn du das bei euch? Aber das können wir ja vielleicht danach gleich auch nochmal beleuchten, wie ihr gegenseitig euch seht und einschätzt. Vielleicht, Stefan, willst du daran anknüpfen und mal einen Einblick geben, welche Rolle siehst du denn? Also auch gerade für Media. Ja, also ich hatte das ja schon mal in diesem Vorgespräch, was wir hatten, auch gesagt. Ich hadere so ein ganz kleines bisschen mit diesem Begriff der Mediendienste tatsächlich. Ich finde, es ist so ein, für mich so ein bisschen Blast from the Past. Für mich war der alte Kress-Report, wo ja Peter und ich auch herkommen, ein Mediendienst. Das war ja noch ein Printprodukt, was von Günter Kress im Alleingang gemacht wurde, 14 täglich verschickt wurde an ausgewählte Empfänger und immer so ein bisschen auch so, ja, Geheimnis umwittert war, ganz exklusiv, ja, es haben nur wenige bekommen und die hatten dann so exklusive Informationen. Das war für mich so der Dienst, ja, Informationsdienst, vielleicht auch wie so Börsenbriefe, die, weiß gar nicht, gibt es die eigentlich noch? Plato-Brief, gab es mal. Ist ja, aber den gibt es noch. Plato-Brief gibt es noch. Ja, haben wir uns noch nicht erst gibt es ja auch noch, ja. Und ich würde uns eher
als ein Fachmedium einfach sehen, ein Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Ob man das jetzt Mediendienst nennt oder nicht, weiß ich nicht. Aber damit hat sich, glaube ich, auch die Rolle verändert. Also früher war es nach meiner Wahrnehmung so exklusive Informationen über eine Branche für einen exklusiven Zirkel von Empfängern. Und heute, Peter wird wahrscheinlich sagen, ist es Community Building. Und was du gesagt hast, fand ich ganz gut. Inspiration und Information. Das sind, glaube ich, so zwei für unsere Branche halt. Ja, wie in jedem anderen Fachmedium von anderen Branchen wahrscheinlich auch. Also da würde ich voll dem Stefan zustimmen. Die alten Mediendienste, die waren tatsächlich Insider-Informationen. Keiner hatte über 2000 Auflage. Und meistens der Bezieher war der Chefredakteur und der hat es, wenn er einen guten Tag hat, hat er es weitergegeben an seine Redaktion. Wenn was Schlechtes über ihn drin stand, dann hat er es schnell in die Schublade getan und keiner kam an die Informationen ran. Und als wir dann 1996 den Kressreport online gebracht haben, kam als erstes mal dieser Trend, da kann ja jeder drauf gucken. Und einige Informationen haben wir dann auch gekriegt. Da haben Leute gesagt, stell's doch lieber online, dann können wir es alle lesen. Der gedruckte Dienst, den schließt der Chef immer weg. Das zeigt natürlich, wie sehr die Medienlandschaft sich verändert hat die letzten 25 Jahre. Von Information ist ein knappes Gut. Wir kämpfen darum, Informationen zu kriegen. Hinzu, Information ist auf allen Kanälen im totalen Überfluss da. Es gibt von allem zu viel, von Live-Events, von Chats, von Podcasts, von Morgen-Newslettern, von Büchern, von allem gibt es eigentlich zu viel. Deswegen ist das wertvollste Gut heute nicht mehr die Information, sondern das Gehörtwerden. Also das Größte, was ich verschenken kann, ist Aufmerksamkeit, die ich jemand gebe. Und gerade wir Kommunikationsleute brauchen ja Aufmerksamkeit. Deswegen haben wir eigentlich das Geschäftsmodell komplett rumgedreht und verkaufen nicht Insider-Informationen, sondern wir organisieren eine Community, eine Bühne und verkaufen dann an die Leute, die drauf wollen, den Zugang zu der möglichst größten Bühne. Deswegen kann es bei uns kein Paid-Content zum Beispiel geben. Ja, aber ich finde, Information spielt schon noch eine Rolle. Ich meine, ihr informiert ja auch mit eurem Newsletter. Das ist ja Information. Wenn ich den morgens bekomme, dann weiß ich, was ist in der Branche los, wer ist wohin gewechselt. So machen wir das auch, so machen das andere auch. Also das ist so eine Grundinformation. Ich will einfach wissen, was ist in meiner Branche, der Medienbranche oder der Werbebranche los. Das ist so ein Basisding. Das ist das vielleicht ja, das Kerngeschäft, was wir abdecken, die Pflicht. Ja. Und obendrauf kommt dann die Kür halt. Und die unterscheidet dann wahrscheinlich den einen vom anderen. Ne? Genau, ich finde, das ist gerade auch ein Stück weit spannend, was ihr sagt, weil Peter, du hast es ja gerade auch nochmal ganz deutlich gemacht, wie viel Content wir draußen eigentlich haben. Wir haben ja viel zu viel, müssen immer stärker lernen, tatsächlich auch zu fokussieren, was ist für uns selber eben auch von Relevanz. Da ist es natürlich auch ganz entscheidend, tatsächlich die richtige Themenwahl zu treffen oder auch das, was die Community genau umtreibt und interessiert. Wie gelingt euch das denn tatsächlich, eure Themenwahl auszusuchen, also zwischen diesen ganzen Themen, die ihr abdeckt, da genau auch den Akzent zu setzen, dass es die Community so sehr interessiert, dass die eben auch da bleibt und tatsächlich auch wächst? Willst du? Jetzt würde ich mal dem Stefan zuerst das Wort Schönheit. Ach, das ist ja nicht speziell jetzt für Mediendienste oder Medienfachmedien. Das ist ja so die Gretchenfrage von allen Medien immer. Was interessiert denn jetzt unsere Leser? Und wie finden wir das? Ne? Das ist bei uns auch jeden Tag in der Redaktionskonferenz, ist es ein tägliches Ringen, ja, mit der Frage, was ist interessant und was machen wir? Ja? Was stellen wir auf die Website oder was bringen wir in das gedruckte Magazin? Ja? Und wie stellt man das fest? Das ist eine Mischung bei uns zumindest aus Zahlen und Bauchgefühl. Ja? Mittlerweile mehr Zahlen als früher. Aber das Bauchgefühl ist, finde ich, auch noch nicht ganz weg. Ja, also man hat ja, man sagt ja immer, die Leute wissen gar nicht, was sie interessiert. Und wir beobachten die Branche natürlich. Wir nehmen für uns in Anspruch, ungefähr zu wissen, was läuft und was Trends sind. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen früher als jetzt andere, weil wir halt die ganze Zeit da drauf gucken. Das ist ja unser Service an die Leser, dass wir sagen, wir gucken uns die ganzen Sachen an, die es vielleicht auch im Ausland gibt, die es in der Technik gibt. Und wir bereiten das
auf für euch Leser, was wir für interessant halten aufgrund unserer Erfahrung. Und das Ganze wird unterfüttert mit Zahlen. Natürlich guckt man auf Analytics oder jeder, also wir haben jetzt auch so ein eigenes Dashboard, da sieht man natürlich, wie viele Leute klicken auf einen Artikel, wie viele Leute klicken da bei der Paywall. Ja, wir haben ja eine Paywall, im Gegensatz zu Peter. Wie viele Leute klicken da weiter? Dann die berühmte Conversion Rate wird analysiert und so weiter. Das ist aber bei uns wie bei, glaube ich, mittlerweile allen anderen Medien auch. Ja, nicht. Hey, die im Paid Content. Wir gucken nie auf Zahlen. Das ist bei uns eigentlich, keiner guckt auf Zahlen und sonst interessiert auch keinen. Und bei euch auch ein bisschen, der meistgeklickte Link ist dann oft die Playboy-Anzeige. Also deswegen werden wir aber nicht dauernd Playboy-Anzeigen bringen, sondern nur einmal im Monat. Ja. Und auch sonst, wir wissen schon, Gabor Steingart, Julian Reichel klicken und andere Sachen klicken nicht so, aber wir gucken da ehrlich gesagt gar nicht drauf. Wir haben auch kein Dashboard und nichts. Ich sage schon immer, wir bringen das, was wir denken, was für die Community interessant ist. Was bei uns ein Kriterium ist, kommt die Community drin vor. Also wir versuchen nicht zu viele abstrakte Trends zu machen, sondern immer ganz konkret möglichst. Jemand, der bei uns auch in Köpfe ist, immer wieder. Also ich sehe das als Daily Talkshow, was machen die Leute, die wir kennen? Weil die Menschen interessieren sich fürs Bekannte und nicht fürs Unbekannte. Deswegen gucken die Leute eher Germany's Next Topmodel, also die Heidi Klum, als die nächste Heidi Klum, die kennt dann keiner. Das heißt, erstmal entlang der Community erzählen. Ne? Ja klar, aber da unterscheiden unsere beiden, also ich meine, du bist ja eh der Eigentümer und Verleger, ich bin ja nur der Angestellte, der das umsetzt, ich glaube, da sind wir halt total unterschiedlich, unsere beiden Medien. Ne? Also wir wollen schon was Neues noch erzählen. Wir sind auch so ein bisschen mehr im How-To-Bereich manchmal angesiedelt. Das heißt, wir machen Interviews mit so neuen Firmen, die neue technische Lösungen für Publisher anbieten und so weiter. Das macht ihr ja eigentlich gar nicht. Ne? Und ihr seid im Print natürlich ein viel, viel langsameres, opulenteres Medium als wir. Wir sind ein Wochenmagazin im Print. Das ist per se immer ein bisschen mehr schnell drehender, ein bisschen mehr quick and dirty auch, obwohl es natürlich gut aussieht. Da würde ich auch gerne. Darf ich mal eins sagen zu Stefan? Stefan hat gesagt, ich bin ja nicht der Chef hier, ich habe ja einen Verleger. Also ich habe mal, wir haben mal kommentiert, als er Chefredakteur wurde, es war eigentlich schon immer egal, wer Verleger ist unter Stefan Winterbauer, weil Stefan Winterbauer war dabei. Nee, nicht. Du hast doch gesagt, egal, wer Chefredakteur unter mir ist. Unter ihm, inzwischen ist auch mit dem Verleger egal. Nein. Stefan ist immer da. Die Verleger wechseln, das hat ja mal am Ursprung war, Dirk Mantai mal, der Mediaverleger, hat das Konzept mit mir zusammen gemacht. Wir haben uns dann aber getrennt, sind getrennte Wege gegangen. Von daher sind wir zwei Früchte von einem Baum, Stefan. Und nach Dirk Mantai, der ja ein wichtiger Mann war in den 90er Jahren in den Medien, kam dann Gabor Steingart und jetzt Timo Busch. Also das ist ja wirklich eine illustre Riege von Leuten. Und du, Stefan, bist die Konstante darin, deswegen Jens glaub, Schröder, du da schon auch ein bisschen Einfluss hast, oder? Und Jens Schröder ist auch noch da. Ja, und interessanterweise waren wir alle drei beim Kress. Ja, alle, wir alle drei, ja, genau. Ja, und ja, du warst ja Chefredakteur beim Kress, du hast mich damals eingestellt. Also es gibt gute Verbindungen zwischen euch und man sieht es ja auch, dass es auch durchaus impulsiv ist. Ich würde aber gerne nochmal bei dir reingreifen, weil ihr seid ja tatsächlich mit diesem Modell, der eine guckt nach KPIs, der andere gar nicht, tatsächlich ganz, legt die ja ganz weit auseinander. Ich finde das beeindruckend, weil ihr beides ja trotzdem schafft, die richtigen Themen zu setzen auf unterschiedliche Art und Weise. Stefan, wie stark leben denn die KPIs tatsächlich auch im Geschäft drin, mit welche Geschichte bringt ihr und welche Geschichte bringt ihr eben lieber nicht? Also wie richtet sich das bei euch danach aus, dass ihr auch die Themen einfach mal umstellt? Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also wir gucken schon auf, was heißt Klicks? Das klingt immer so negativ, das hat so ein... aber es ist ja eine Wertung, die häufig Reichweite, noch gelesen wurde. Also es ist Reichweite. Aber das hat sich bei uns stark verändert. Als wir bei Dirk Mantai waren und beim Handelsblatt, waren wir rein digital und sehr reichweitengetrieben. Also da war, sage ich mal, Reichweite das Maß der Dinge. Da haben wir auch durchaus eine andere Art von Medienjournalismus gemacht als jetzt. Populärer. Der Chefredakteur unter Mantai und Handelsblatt, der Georg Altrucker, hat mal so intern... gab es mal diesen Spruch, wir sind die Bildzeitung der Medienbranche. Also wir haben geguckt, was klickt gut, ja, Aufreger,
auch lustige Sachen, ja, so lacht das Web über irgendwas, Twitter schauen. Und das machen wir jetzt nur noch ganz reduziert. Also wir sind viel mehr jetzt ein Fachmedium geworden mittlerweile unter dem neuen Eigentümer Timo Busch und gucken gar nicht mehr so stark auf die Reichweite, weil wir eben auch ein Pay-Medium geworden sind. Wir waren ja vorher komplett gratis, free auch und wollten uns über Anzeigen rein finanzieren. Und jetzt versuchen wir eben beides in so einem Premium-Hybrid-Modell, wie viele andere auch. Und da muss man natürlich das anders ausrichten. Also die KPI-Reichweite only hat sich jetzt, es wurde ersetzt praktisch durch eine Mischung aus, was konvertiert, wo kriegen wir vielleicht Probeabos und so weiter. Ja. Also da gucken wir mittlerweile verstärkt eher drauf, wo klicken die Leute bei uns auf der Bezahlschranke weiter. Das ist das sogenannte Add-to-Cart. Ja. Wenn die Leute schon mal uns in den Einkaufskorb legen, und wir gucken auch, wo kriegen wir Probeabos und wo kriegen wir Abos her. Das sind die wichtigsten Marker, weil wir wollen ja auch eigentlich eine wertige Zielgruppe haben. Das war vielleicht früher ein bisschen der Irrweg auch. Den Traffic, den man dann über Google bekommt, wenn man Aufregerthemen macht, da hat man im Analytics dann eine große Zahl stehen. Aber was bringt es denn am Ende, wenn man die nicht verkaufen kann? Ja? Also lieber kleiner, wertigere Zielgruppe, auch wieder dieser Community-Gedanke, den Peter ja ganz stark fährt, in den Vordergrund stellen. Bei uns ist es eben trotzdem noch mal ein bisschen anders, dass wir auf die Zahlen gucken, dass wir auch so technische Themen machen, auch, dass wir auch viel so noch mit Werbung, Agenturen, Marken machen. Wir wollen ja so ein bisschen Vollsortimenter sein in der Kommunikationsbranche. Das gelingt euch ja auch, glaube ich, ganz gut. Peter, ich würde gleich gerne bei dir nochmal auf die Community eingehen, aber noch eine Frage dir, Stefan, anschließend stellen, nämlich ihr seid ja jetzt auch rausgekommen mit diesem Printmagazin tatsächlich, was eben auch wöchentlich erscheint, was ja tatsächlich in den Zeiten, wo Zeitungen und Magazine immer dünner werden, ja doch wirklich auch eine Herausforderung darstellt. Ne? Also ich nehme W&V an, die sich komplett gewandelt hat, Horizont hat sich gewandelt. Da gibt es Paid-Modelle auch, bei dir auch. Wodurch sagst du, bist du eigentlich jetzt so erfolgreich und warum habt ihr diesen Schritt tatsächlich auch zu einem wöchentlichen Magazin nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht, ob wir so, dass wir so erfolgreich sind. Ja, das höre ich natürlich gerne. Aber ich sage mal so, es kann immer noch besser laufen. Aber es war natürlich auch, es ist natürlich schon ein bisschen irre, ja, wöchentliches Printmagazin starten in diesem Umfeld und dann auch noch voll in die Pandemie reinrauschen. Das Timing war natürlich jetzt nicht super ideal, sage ich mal vorsichtig. Aber es wird bisher durchgezogen. Der Verleger steht dazu. Ja. Es gibt keinerlei Bestrebungen, da irgendwas zurückzunehmen vom wöchentlichen Rhythmus. Muss ich auch sagen, Hut ab. Und es ist einfach, glaube ich, die Wette, dass es über die Zeit mit Qualität sich irgendwann auszahlen wird. Wie war nochmal die Frage? Ich habe sie jetzt vergessen. Nee, du bist ja schon da richtig mit reingegangen, aber das Thema ist tatsächlich mit, wenn du jetzt sagst, ihr bleibt dabei und es wird auch im Moment nichts geändert, gibt es da irgendwie ein Limit hin oder was habt ihr euch gesetzt? Wie misst man dann, dass es erfolgreich ist? Tatsächlich über die Leute, die es dann abonniert haben oder setzt ihr mehr da trotzdem auch noch auf online? Ja, beides. Also wir wollen schon wachsen. Wir wachsen auch mit den Abos. Es geht langsam, aber stetig bergauf. Ja. Ist natürlich nicht einfach. Weiß, glaube ich, jeder, der im Paid-Content-Bereich unterwegs ist. Und gerade auch bei den im Medienfachbereich gibt es ja wahnsinnig viel. Die Leute haben halt schon die Horizont. Es gibt die W&V. Es gibt Turi 2, es gibt dann noch den Medieninsider, es gibt auch immer noch New Business, ich glaube, es gibt auch noch Text intern, es gibt BBDL natürlich für die Fernsehbranche. Also es gibt ja wahnsinnig viel und auch wahnsinnig viel gratis. Blogs auch? Blogs? Über Medien gibt es auch noch, wobei die sind ja mehr so Podcasts. Alles, ja, das ist ja der helle Wahnsinn, ja. Und bei uns ist es einfach die Wette, dass sich die Qualität irgendwann durchsetzt. Und wir hatten ja auch noch ganz viel vor, was eigentlich noch nicht umgesetzt worden ist. Da sollten ja auch Events dazukommen. Ja, da gab es Planungen. Und wir sind ja auch in dem Verlag, wo wir jetzt sind. Das ist ja ein Fachverlag, anders als vorher bei Handelsblatt. Da hat Media vielleicht auch gar nicht so als Fachmedium reingepasst. So richtig. Jetzt
sind wir eine Schwesterzeitschrift von der Blickpunkt Film, von der Musikwoche, von Digital Productions, von Gamesmarkt. Und wir wollen halt diese Medien der Kreativwirtschaft sein in dem Verlag. Und da ist natürlich auch geplant, dass wir da Veranstaltungen, Seminare dranhängen, auch eine Community machen. Das wurde aber alles von der Pandemie mehr oder weniger zerschossen von Tag 1 an. Ja. Und auch Aktionen zu machen. Es war geplant, mit Aufstellern in den Büros vor Ort zu sein, da Werbung zu machen, eine Kampagne zu machen. Alles auf Eis gelegt worden, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal diese Pandemiesituation durchstehen und das Produkt einfach weitermachen. Ne? Das ist eine lange Durststrecke jetzt gewesen und ist es noch, ja, aber läuft noch, ja. Und wir setzen ganz klassisch Pay plus Vermarktung online und Print. Also da muss ich auch sagen, als Außenstehender, da bewundere ich ein bisschen den Verleger von Stefan, den Timo Busch. Ich habe, als sie auf den Markt kam, habe ich gesagt, okay, ich werde euch kaufen und aufheben alle drei Ausgaben. Das war so ungefähr meine Prognose, dass das nicht sehr weit trägt, auch mit Pandemie. Da war ja absolut nicht an Anzeigen zu kommen. Ich weiß, dass die Bereitschaft, Abos zu bezahlen in einem Umfeld, Meinungen über Medien, Nachrichten über Medien, das kriege ich an jeder Ecke auf Twitter, in kostenlosen Podcasts. Also die Bereitschaft zu zahlen ist ja sehr gesunken. Und ich weiß auch, dass ein WNV, da kenne ich jetzt zufällig die Zahlen, weil sie ja mal auf dem Markt waren und alle möglichen Leute es kaufen sollten, wollten, die hatten mal über 20.000 Auflage und da sind noch 4.000 da gewesen vor 2 Jahren, als ich die Bücher gesehen habe. Der Kressreport hatte mal 2.000, ist jetzt ungefähr bei 800. Andere Dienste, wenn die 1.000 haben, ist es total ein Erfolg. Und ich weiß auch, wie wir mit der Turi 2 Edition am Anfang versucht haben, Abonnenten zu gewinnen. Da waren wir mit viel Mühe dann bei 150, das haben wir komplett aufgegeben. Es gibt, man kann es gar nicht mehr kaufen, es ist einfach ein Free-Modell. Wir nehmen es als Community-Tool. Das Geld kommt ganz massiv aus den Anzeigen, das klappt super bei uns. Bei Media muss man mal schauen, noch sind sie da nicht. Also ich sehe immer nur dieselben Anzeigen, die aus dem eigenen Verlag sind. Aber sag mal, wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen, heißt es bei Goethe. Also vielleicht wird es ja noch. Dieses Durchhaltevermögen, was dein Verleger gezeigt hat, Stefan, das finde ich schon bewundernswert, obwohl ich glaube, es ist Wochendienst gedruckt, ist nicht die Zukunft. Also man sieht es ja auch, WNV war jahrzehntelang ein Wochendienst, ist jetzt ein Monatsmagazin, Horizont war jahrzehntelang ein Wochendienst, ist jetzt ein im Prinzip 14-täglicher, also geht eher auf 30, 25 Erscheinungen im Jahr zurück, ist also bei weitem nicht mehr wöchentlich, kam jetzt zum Jahreswechsel in einer Dreifachnummer. Ich glaube, wen es noch wöchentlich gibt, ist New Business gedruckt. Das kriege ich nicht mehr, aber das gibt es. Also vielleicht müssen es so kleine Produkte sein aus kleinen Häusern. Das ist ja auch typisch bei den Mediendiensten, dass die großen Verlage eigentlich ausgestiegen sind. Der Süddeutsche Zeitung hat W&V verkauft. Bei Media ist die Handelsblattgruppe. Und wer es immer kauft, Hey Market hat Kress verkauft, wer es immer kauft, sind so kleine Verleger wie Timo Busch oder Peter Turi oder Johann Oberauer, der ja die ganzen Medium-Magazinen macht. Auch der Journalist ist ja so in eine noch kleinere Konstruktion gegangen. Matthias Daniel macht es jetzt. Also der Markt an sich ist ein stark schrumpfender und kein wachsender. Peter, vielleicht kannst du noch mal ein Stück weit auch was sagen. Das, was wir ja schon rausgehört haben, ist ja wichtig, Community-Building. Wie schaffst du es, dass die Community wächst? Worauf legst du da Wert? Und Community wächst ja natürlich durch Social Media so ein Stück weit mit. Wie handhabt ihr das? Nee, wieder so ein Vorurteil. Unsere Community hat ganz, ganz wenig mit Social Media zu tun. Also alle rennen auf Social Media und machen irgendwas bei Facebook, LinkedIn und so weiter machen wir natürlich auch. Aber daher kommt es absolut nicht, die Community. Also die Community bei mir kommt daher, dass ich, nachdem ich bei Kress so 2000 Abonnenten hatte, mich da verabschiedet hatte, dann eine Weile, weil ich ein anderes Projekt in Sand gesetzt hatte, zu Hause war, erstmal meine Depressionen kurieren musste und meine Finanzen wieder in Ordnung bringen musste. Und dann habe ich so mit einem Blog experimentiert. Und irgendwann hat Peter Heinlein, falls das jemals hört, danke, hat irgendwann gesagt, naja, dann habe ich überlegt, wann könnte man, was ist ein geeigneter Zeitpunkt, einen Newsletter rauszuschicken. Und hat er gesagt, wenn du es schaffst, dass morgens um 9 du den Newsletter schon schickst, dann werden all die Journalisten, die gerne ausschlafen, total happy sein, dass du ihnen morgens das zusammendrehst. Schon allein für die Leistung, dass du um 5 aufgestanden bist.
Und das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht. Wir hatten relativ schnell 20.000 Stammabonnenten. Das war so die alte Szene der Chefredakteure, der Verlagsleute, der PR-Leute, die sich für die Medienszene interessieren. Und die sind uns im Prinzip treu geblieben. Es sind natürlich viele in Pension gegangen und so weiter. Wir haben andere gewonnen, aber wir sind immer noch bei diesen 20.000 Leuten. Und das war der Beginn der Community, dieser Service, dass einer für dich morgens schon alles gelesen hat und dass du nur noch dieses checken musst. Also am Anfang steht ein Service oder ein Mensch, der morgens um 5 aufsteht und nicht, ich gehe jetzt auf LinkedIn oder auf Twitter und da baue ich mir eine Community auf. Das ist ein, also die Social Media Plattformen, die finde ich auch überschätzt. Vor allem LinkedIn. Alle rennen da jetzt auf LinkedIn und applaudieren sich ja gegenseitig, wenn sie einen neuen Job haben oder sonst was rausbringen. Ich stelle fest, da kommt auch nichts an Traffic rüber. Ja? Man postet da Zeug und macht und tut und LinkedIn schafft es irgendwie, dass das alles bei denen auf der Plattform bleibt. Also ich glaube, man darf sich, wir im Kleinen und die Großen wahrscheinlich auch, nicht denken, dass die Plattformen einem da irgendwie einen Freundschaftsdienst in irgendeiner Form erweisen. Das müssen wir schon selber machen. Im Gegenteil, man muss die Kanäle pflegen, womit wir, Stefan, unsere Leser direkt erreichen. Also den Newsletter, der Morgen-Newsletter hat ja bei vielen von unseren Kollegen auch, also auch bei der Tagespresse oder bei Fachdiensten, hat der Morgen-Newsletter ja fast die Tageszeitung ersetzt. Ne? Also Gabor Steingart wirbt ja damit im Gespräch kürzlich mit uns. Also mehr Zeitung braucht kein Mensch, sagt er ja. Ne? Aber es ist ja auch spannend, weil man kriegt halt alles auf einen Blick. Ne? Also das muss man halt auch so sagen. Dass, ja, du das kannst problemlos 15 Morgen-Newsletter abonnieren und dann schaust du die alle morgens durch. Dann bist du besser informiert, als du liest eine Zeitung komplett. Eine Geisteshaltung steht ja meistens hinter einer Zeitung. Und wie macht ihr das mit der Community, Stefan? Wie wichtig ist die für euch? Ja, die wäre konjunktiv natürlich schon wichtig, ja, aber wir sind dann noch ein bisschen immer noch nicht so weit, weil das fällt uns ein bisschen schwer unter den beschriebenen Bedingungen, das groß aufzubauen. Wir hatten dann natürlich auch tatsächlich auf Präsenzveranstaltungen gesetzt und das fiel jetzt halt flach und ja, wir hatten auch ein paar personelle Veränderungen, hat ja angefangen mit Matthias Oden als Chefredakteur, der war dann nicht einer Meinung mit dem Verleger, wie das Blatt aussehen soll. Und dann waren wir immer in so einer bisschen einer Findungsphase. Jetzt ist seit einer Weile Ruhe eingekehrt, ich sag mal so Herbst vergangenes Jahr. Und ich habe für mich so das Ziel gesetzt, wir arbeiten erstmal am Produkt. Ja. Wir schärfen das Produkt, wir bringen dann eine gewisse Qualität rein, wir bringen eine Ruhe in die Mannschaft. Und jetzt in diesem Jahr können wir hoffentlich, wenn Omikron und alles auch zu Mitte des Jahres vorbei ist, wieder mal nach vorne gucken und uns auch wirklich ums berühmte Community-Building kümmern, endlich mal. Ja. Aber im Moment ist das ein Punkt, der bei uns sicherlich noch auf der To-Do-Liste steht. Also es gibt Leute, die lesen uns natürlich, die schreiben auch E-Mails und so. Wir haben auch einen Newsletter, klar. Der ist jetzt aber noch nicht so persönlich. Meine Strategie im Moment, ich will die Letter eher ausbauen und personalisieren, dass wir einzelne Redakteure, die für bestimmte Bereiche stehen, einzelne persönliche Letter bekommen. Da hat dann zum Beispiel der Kollege Jens Schröder, der macht Daten. Der macht dann einen Trending-Letter wöchentlich, hat er bisher täglich gemacht, der kommt dann bald wöchentlich. Der Kollege Nils Jakobsen macht einen Letter über Big Tech, also die Googles und Facebooks, die Plattformen. Dann starten wir jetzt in Kürze einen Letter über MarTech, also Marketing Technology. Okay. Das sehen wir so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Technik, Marken und eben auch den Publishern, die diese Technik dann nutzen sollen. Das sehen wir für uns einen Punkt, wo wir vielleicht reingehen können als Thema. Da haben wir mit Frank Puscher auch einen sehr, sehr versierten Redakteur. Und da habe ich auch noch, da haben wir noch so 2, 3 andere Pläne. Also, dass wir so mit die Gesichter unserer Redaktion künftig stärker ein bisschen auf ein Tablett heben und nach vorne stellen mit ihren Spezialfähigkeiten. Das ist so ein bisschen die Idee, mit der wir jetzt ins neue Jahr reingehen wollen. Peter, wenn du jetzt das anguckst, auch so mit den Themen, die du setzt in den Büchern, du hast ja auch Schwerpunkte, die du da rausgreifst. Kann man irgendwie sagen, sind Mediendienste heute auch ein Stück weit schlauer, kreativer, vielleicht aber auch kritischer in bestimmten Themen und werden deshalb favorisiert Zeitungen gegenüber?
Also ich weiß nicht, ob wir favorisiert werden. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, nachdem wir diese Zielgruppe hatten, der 20.000 Leute, die da morgens sich informiert haben über das Mediengeschehen, haben wir uns überlegt, was können wir noch machen? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir den schnellsten Branchendienst, der nie schläft. Also wir machen ja, nachts macht es eine Kollegin aus Japan. Und wenn mal zwischen 2 und 5 Ruhe ist, ist das dann auch schon alles. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir den schnellsten Branchendienst, jetzt machen wir noch den langsamsten und schönsten. Und dann haben wir angefangen, ich dachte, vierteljährlich machen wir das. Und wir haben aber für jedes Buch ein halbes Jahr gebraucht, also über 3 oder 4 Jahre lang. Und es war ein Riesenwagnis, als wir hier das dritte Buch, das Jahrbuch, was jetzt das dritte Mal erschienen ist, das Agenda-Buch gemacht haben. Und jetzt schaffen wir es endlich, wo wir halt gewachsen sind und da auch die Rücklagen haben, um da Neues anzugehen. Jetzt schaffen wir es, 4 zu machen. Ja, also einzelne Dinge haben nicht funktioniert. Das Ding am Kiosk zu verkaufen, da Abos zu gewinnen, hat nicht funktioniert. Die Leute hatten sich da natürlich auch schnell dran gewöhnt, dass sie es kostenlos gekriegt haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir drehen das Geschäftsmodell rum. Wir sorgen ganz gezielt dafür, dass es die spannendsten Leute für unsere Werbekunden kriegen. Also sprich die Entscheider in Politik und Wirtschaft, die Marketingleute. Also es ist einfach ein fantastischer Verteiler, die 10.000 Leute. Und dadurch, durch das tolle Format, dass das haptisch, optisch und textlich halt auf höchstem Niveau ist und dass es, und weil es monothematisch ist, gehen die Leute halt sehr gern rein. Und es ist Teil der Community. Also wir haben sozusagen Print monothematisch seltener als Community-Tool neu erfunden und ist halt wahnsinnig erfolgreich. Also die Anzeigenumsätze wachsen und es geht immer so gegenseitig, was steigt schneller, Printumsatz oder Onlineumsatz. Und im Moment hat Print sogar ganz knapp die Nase vorn. Wie siehst du das denn, Stefan, dass ihr vielleicht auf Themen setzt, die vielleicht andere ein Stück weit weniger macht? Wie schafft ihr es, Trends vielleicht aufzugreifen oder auch Trends zu setzen mit euren Themen, wo vielleicht andere nachziehen? Gibt es sowas? Kannst du da... Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, Trends zu setzen oder die anderen nachziehen. Ja. Also weil wir, wie gesagt, das habe ich eben schon mal gesagt, ich sehe dieses Martech-Thema eigentlich als für uns ganz wichtig an, weil alles ist ja heute digital und wir versuchen an so eine Kreuzung zu kommen von den Themen zwischen der alten Medienwelt und der neuen, dieser datengetriebenen Medienwelt, ja. Und wir versuchen dann im Heft Firmen vorzustellen oder Gesprächspartner zu haben, die vielleicht den Publishern, die nicht so bis in die Haarspitze tief jetzt in dem Technikthema drin sind, ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das, wie baue ich eine agile Abo-Plattform auf, was ist mit den Third-Party-Cookies, ja. Da gibt es natürlich Techniker in den Verlagen, die wissen das alles. Aber ob es jetzt der Verlagsgeschäftsführer immer so durchdringt, weiß ich nicht. Ne? Und da wollen wir so ein bisschen hin, ne? Dass wir so ein bisschen auch ein Mittler sind, dass wir so diese Technikwelt auch den alten Medienmenschen, also alt jetzt nicht im Sinne vielleicht von, ja, nach Jahren alt, aber den klassischen Medienhäusern ein bisschen versuchen zu erklären und da ein bisschen Service bieten und ein bisschen auch How-to zu bieten. Parallel haben wir natürlich auch noch klassische Mediendienstgeschichten. Wir haben jetzt mit Gregory Lipinski einen altgedienten Reporter aus der Szene und der kennt ganz viele Leute in der Verlagsbranche und der hat auch immer noch mal eine exklusive Geschichte. Das sieht man tatsächlich übrigens auch bei diesen KPIs. Ja, das, was die Leute bei uns interessiert, ganz viel, ist, wenn man exklusive Inhalte, zum Beispiel irgendwas bei Funke hat oder irgendwo gibt es Ärger, ja, und man hat da irgendeinen Hintergrund und stellt den hinter die Paywall, dann steigen diese Klicks da drauf entsprechend auch. Ja. Das ist dem Publikum ein bisschen schwerer zu vermitteln, dass die jetzt für solche neuen Technikthemen auch irgendwie da mal ein Abo abschließen sollen. Ne? Das ist ein Problem, was wir haben, dass wir sagen, wir haben eigentlich tolle Inhalte, finde ich, die auch für die Publisher und für die Medienmenschen total wertvoll sein könnten. Aber wie bekommen wir diese Inhalte denn zu denen hin? Das wollen wir jetzt auch vielleicht mit einer Letterstrategie versuchen. Okay. Wirklich spannend. Peter, ich habe noch eine Frage auch noch mal mit an dich, nämlich
Ich lese deinen Newsletter natürlich auch und es gibt da in dem Newsletter natürlich ganz viele Mediennachrichten, aber es gibt ja auch viele allgemeine Nachrichten. Wie trennst du das tatsächlich oder wonach suchst du aus, wann du was Allgemeines mit reinpackst oder wann eher der Fokus mit auf Medien ist? Weil es sind ja Medienthemen nicht unbedingt alles so im engeren Sinne. Ja, es ist ja ein ganz interessanter Trend. Also der Stefan erzählt gerade, dass der alte Dirk-Mantei-Ansatz, Deutschlands größtes Medienportal, alles populär und wo können wir noch eine Claudia Schiffer draufhauen, damit die Auflage steigt. Das war ja die Dirk-Mantei-Methode immer, die er dann so ein bisschen gemacht hat, auch bei Medienportal, da haben sich ja unsere Wege getrennt, dass sie das aufgegeben haben, weil sie gesehen haben, also die Verleger wahrscheinlich, die das Geld gezählt haben, dass sie als allgemeiner Dienst dann doch zu klein sind und dass Fachdienst anders funktioniert. Und jetzt nähern sich sozusagen die Medialeute mit dem neuen Verleger Timo Busch, so dem Kommunikationsfachdienst, was ich ja gelernt habe bei Günter Kress. Der hat mit 1900 Abonnenten, ist der reich, berühmt und glücklich geworden. Und an dem habe ich mich immer orientiert und habe gesagt, es kommt überhaupt nicht auf die Größe an, sondern die richtigen Leute müssen dich lesen. Die Chefredakteure, die Pressechefs, die Marketingleiter. Und das machen wir halt konsequent, indem wir sagen, wir bedienen nicht die Kommunikationsbranche, sondern die Kommunikationsgesellschaft. Also wir haben alle Menschen, die sich für Kommunikation interessieren, im Verteiler der Edition und die kommen halt auch zunehmend auf den Online-Dienst. Und deswegen ist es natürlich ein Thema, wenn morgens um 6:30 irgendwie eine Verdopplung der Corona-Zahlen sind, dann nehmen wir das rein, weil es ist um 6:30 erschienen. Um 7 lesen die Leute unseren Newsletter, nehmen sie das einfach mit als Information. Grundsätzlich unterscheiden sich unsere Leser von anderen, dass sie einfach Führungskräfte sind, dass sie wenig Zeit haben, dass sie deshalb diese Kurzfassungen lieben und dass sie den Überblick lieben. Also einer sagte mal, in 2 Minuten, 2-mal täglich komplett informiert. Und das ist unsere DNA seit 2007. Und da gehört es dazu, das haben wir eigentlich in Corona eingeführt, dass Dinge, die unsere Arbeit mit beeinflussen, also zum Beispiel irgendwann gab es mal die Meldung, Coca-Cola setzt ihre Werbung aus wegen Corona oder irgendwie, klar, wenn wir zu Hause bleiben, funktioniert Außenwerbung nicht mehr. Also mit Corona haben wir gemerkt, dass Medien ja nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern in gesellschaftlichen Entwicklungen. Und bei der Turi 2 Edition steuern wir es gezielt. Wir haben bestimmt 2.000, 3.000, 4.000 so kleinere Verlage, kleinere Zeitungen, kleinere Agenturen rausgeschmissen und haben jetzt zum Beispiel allen Bundestagsabgeordneten, außer denen der AfD, die Edition einmal geschickt und super Resonanz. Ein paar haben gesagt, klar, will ich gar nicht. Mehrere haben gesagt, okay, reicht als PDF. Und ganz viele haben gesagt, hey, wie komme ich dazu, dieses geile Magazin zu lesen? Gerne. Und sozusagen, wir haben es umpositioniert. Ich habe in der letzten Edition geschrieben, wir sind eine Fluchtmutante aus der Branchenpresse. Mhm. Also wir haben uns von der Kommunikationsbranche, der Kommunikationsgesellschaft gewidmet. Und zumindest die Turi 2 Edition ist einfach für die Apparten der Gesellschaft gemacht und nicht für irgendeinen Medienbubble. Also dann doch wieder elitär. Elitär, absolut. Apparten. Absolut, das war schon Günter Kress, da stand in Intensivinformation und ich kannte ja die Abo-Datei, weil ich sie mal rübergeholt habe. Das war einfach vom Chefredakteur aufwärts, ne? Die Leser. Und da habe ich gelernt bei Günter Kress und das machen wir jetzt auch. Und dieses, was Mantei da wollte, oh, hier, big. Und ihr habt es ja lange gefahren als Kurz, Stefan, möglichst das, ja, so lacht Twitter über irgendwas und so. Dieses, wir haben so lacht das Geld erfunden. Die anderen haben es nachgemacht. Ja, wir nicht. Nee, ihr nicht. Und Horizont verschickt mittlerweile jede Stunde ein Letter. Das haben wir früher auch gemacht. Nochmal. Ja, weil die Anzeigen ganz gut laufen, digital. Das ist ja ein weiteres Thema, dass bei den meisten Mediendiensten die Anzeigen inzwischen digital sind. Da haben wir natürlich einen Gegentrend gesetzt mit diesen geilen, dicken Büchern, wo alle dabei sein wollen, wo wir immer 30, 35 Anzeigen drin haben. Aber die Grundtendenz ist natürlich, dieses Click-Game und wir haben es nie mitgemacht und wir werden es auch nie mitmachen und Media hat den Kurs gerade geändert oder ändert ihn immer mal wieder. Von daher, aber mit Stefan haben sie auf jeden Fall den richtigen Mann, der Ahnung von beiden Welten hat, denke ich mal. Stefan. Ich würde da gerne gerade noch einmal reingehen. Hat sich denn die Themenwahl da bei euch ein Stück weit nochmal verschoben durch Corona? Also habt ihr da nochmal andere Schwerpunkte auch mitgesetzt? Du hast es gerade so ein bisschen mit
angedeutet, Peter. Deswegen meine Frage gerade nochmal. Also gut, die Grundrichtung weg aus der engeren Branche, weil die ja auch da niedergeht. Ja, also ich sag mal, der Spiegel schaltet ja keine Anzeigen mehr. Der Spiegel hat irgendwann beschlossen, unser Etat geht in die Gewinnung von Klicks, von zahlenden Abonnenten. Genau dasselbe, was Media jetzt auch macht. Und seitdem schalten die keine bezahlten Anzeigen mehr für die Anzeigenschaltung im Spiegel. Das war ja die Finanzierungsquelle der Mediendienste, dass die Medien geworben haben für sich als Werbeträger. Und das ist ein Geschäft, was total zu Ende geht. Und das habe ich relativ früh gesehen, habe dann auch ein, zwei schlaflose Nächte gehabt. Und meine Lösung war dann, dass ich sage, wenn es die Verlagsbranche mal nicht mehr gibt oder in der alten Form, als wenn die Verlagsbranche uns nicht mehr finanziert, es wird immer Menschen geben, die mit einer Informationselite, sage ich mal, kommunizieren wollen, die ein Kommunikationsbedürfnis haben. Und deswegen haben wir gesagt, raus mit der Hälfte aller Verlagsunternehmen und rein in die Chefetagen. Man sieht es ja auch hier, hinter mir steht das Bewegungsbuch, da haben wir den BMW-Chef interviewt, wir haben als ersten den neuen Bosch-Boss gehabt. Das kann man natürlich machen, wenn man die Kontakte zu den PR-Leuten hat. Also wir sind praktisch eine Fluchtmutante, zumindest die Tori 2 Edition auf jeden Fall aus der Branche raus. Ja, und man kann ja diese Medien, aus der engen Branche raus. Die Medien und die Unternehmen, also die anderen Unternehmen, kann man ja auch heute gar nicht mehr so trennen. Ja, die Unternehmen, die Marken, die machen ja auch alles selber Medien. Die sind ja alle sind irgendwie Medien heute. Ja, jeder Typ auf Twitter ist ein Medium, ein Mini-Medium, ja. Und die machen ja auch alle Inhalte irgendwo, ja. Auch die PR-Agenturen haben Redaktionsleute, die großen Unternehmen haben Social-Media-Redaktionen und Content-Redaktionen. Das kann man alles gar nicht mehr so trennen. Wir merken das auch. Oft ist die Frage, machen wir das jetzt im Markenressort oder im Medienressort, geht eigentlich beides. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu früher. Das ist eh Quatsch, diese alten Ressorts, Stefan. Ja, weil jede Marke halt ist heute ein Medium und jedes Medium muss eine Marke sein, wenn es nicht untergehen will. Also Medien und Marken zu trennen und dann vielleicht noch ein Ressort Macher, das hängt immer alles mit. Ja, gut. Macher sind ja bei uns die Personalien, das ist ja mehr so ein technischer Begriff. Und Marken verstehen wir halt als Unternehmen, Unternehmen, die praktisch sich als Marke positionieren, kommunizieren und die ganze Agenturwelt, ja, die diese Marken berät und für die Kampagnen macht. Und die Medien sind für uns eben ein bisschen das klassische Medien, Verlage, Fernsehsender, Digitalunternehmen. Aber auch bei uns mischt sich das natürlich. Aber wir haben halt diese Ressorts, um auch ein bisschen dann doch noch Leitplanken für die Leser zu setzen. Unsere Zeit ist so schnell verflogen, dass ich nur noch eine Abschlussfrage stellen kann, bevor ich dann auch gleich an Michaela Schmehl übergebe, die die Fragen aus den Chat aufgreift. Denn da sind tatsächlich auch ein paar aufgekommen und die möchten wir auch gerne alle noch beantworten. Welche Relevanz seht ihr denn weiterhin für Mediendienste? Wird es ein Stück weit mehr werden? Wird es weniger werden? Wie ist da eure Einschätzung? Die Relevanz ist natürlich sehr, sehr hoch. Nein, also, ja, was soll man sagen? Du würdest ja nicht sagen, dass du nicht relevant bist, oder? Wenn wir jetzt sagen würden, wir sind irrelevant, dann wären wir im falschen Job, ja. Also, ich sehe es immer vom Produkt her. Ich möchte ein interessantes Produkt machen, was die Leute nicht langweilt und im besten Falle vielleicht noch ein bisschen eine interessante, lehrreiche Information weitergibt. Und das finde ich dann auch relevant. Stefan, ob das mehr wird? Willst du auch noch was sagen dazu? Ja, also Relevanz muss jeder für sich selber definieren. Also ich sage mal, die 10.000 Leute, denen wir ein Buch schicken, davon sind 90% erfreut. Die anderen sagen, brauchen wir nicht, dann ändern wir den Verteiler wieder. Die Newsletter-Abonnenten sind scheinbar oder nach allem, was ich höre, zufrieden. Sonst wären sie nicht teilweise seit 15 Jahren dabei. Wir feiern am 2. Mai unseren 15. Geburtstag. Also das müssen andere beurteilen, ob wir für sie relevant sind. Für uns läuft es gut. Wir bauen weiter aus, machen demnächst noch eine neue Heftreihe, Turi 2 Wissen, gehen dann da wieder ein bisschen in die Branche tiefer, aber auch so geschrieben, dass der Politiker, der DAX-Vorstand sieht, da ist ein Thema, das muss ich auch verstehen, weil kommunizieren müssen wir alle. Thomas Vogt von Otto sagt, Führung ist heute 90% Kommunikation. Und schreibt bitte auf euer Buch nicht für die Kommunikationsabteilung, weil sonst liest der alte Michael Otto, der immer mit Begeisterung Editionen liest, sonst liest das irgendwann nicht mehr. Also das ist genau unsere Strategie, dass wir sagen, kommunizieren muss jeder.
Und deswegen bereiten wir die Themen so auf, dass nicht die engere Branche drauf guckt, sondern dass die Info-Elite, sagte Helmut Markwort mal, die 10.000 Leute, die wir ausgesucht haben, das erhöhen wir auch nochmal die Quote, dass wir denen relevante Informationen geben. Und finanzieren tun wir es wunderbar, ganz wunderbar, wie früher auch RTL und andere über Anzeigen. Und Paywall, Klicks, machen wir alles ganz. Also ich bin gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht und würde jetzt abgeben an Michaela, ja, dass du direkt die Fragen vielleicht aufgreifst. Vielen Dank für die spannende Diskussion mit euch und die vielen Impulse. Und ich fand, die Zeit ist verflogen. Das stimmt allerdings. Wir haben hier einige weitere Fragen. Und ich möchte gleich einsteigen. Wir fangen ganz praktisch an. Frage an Peter Turi. Wie sind die Reaktionen auf das radikale Gendern auf Turi 2? Ich weiß gar nicht, ob wir so radikal sind. Wir haben mal angefangen, vor 3 Jahren haben wir das Sternchen gemacht, weil eine junge Mitarbeiterin gesagt hat, klar, sollten wir machen. Haben wir gesagt, klar, machen wir. Dann habe ich und andere Leser uns nicht so recht daran gewöhnen können, dass immer diese Sternchen sind, weil die ja doch irgendwie im Lesefluss stören. Und dann hatten wir die, dass wir sagen, machen wir es doch mal umgekehrt. Wir nehmen das generische Femininum, also wenn es um 20.000 Leserinnen und Leser geht, sagen wir nicht Leserinnen und Leser oder LeserInnen, sondern wir sagen einfach 20.000 Leserinnen. Und diesmal sind die Männer mit gemeint. Und nach 3 Monaten hatten wir das Gefühl, das ist eine totale Schnapsidee. Irgendwie, man verhaut sich immer, sind jetzt wirklich Frauen gemeint oder nicht. Und dann wollten wir es wieder abschaffen. Und nach 6 Monaten kamen die ersten Mails, PS im Übrigen, finde ich super, habe mich total dran gewöhnt, elegant, einfach, generisches Femininum. Und da wir ja ein kleiner Laden sind, der Dinge auch mal anders machen kann, haben wir gesagt, okay, behalten wir es bei. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Im Moment läuft es gut, also kein Problem. Okay, erinnert ein bisschen an die Journalistin, zum Journalisten, da kommen wir nachher nochmal zu. Die Frage war von Ursula Ott, möchte ich gerne noch ergänzen. Dann haben wir eine Frage von Carsten Knopp von der FAZ. Welche Note würden Sie der Öffentlichkeitsarbeit den Medienhäusern grundsätzlich geben, gerade auch im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen? Sag du mal, Peter. An beide gerne. Ich brauche jetzt eine Pause, muss ich drüber nachdenken. 3-. Also gerne an Sie, Herr Winterbauer. 3-. Oder mit Ergänzung vielleicht? Manchmal gibt es ja auch Sternchen im Zeug. Ich will jetzt nicht nahe treten. Das sind natürlich alles auch Leute, die sich mit uns in einem Kosmos bewegen. Und man kennt die auch. Und das sind alles liebe, nette Menschen. Tatsächlich finde ich aber, dass es häufig verbesserungswürdig wäre und auch nicht unbedingt besser geworden ist. Weil man ist schon sehr, sehr vorsichtig bei den Medienhäusern, was man sagt und wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist alles meiner Wahrnehmung nach doch sehr, sehr gestreamlined, so top-down-mäßig, was gesagt werden kann. Also man erfährt wenig im Hintergrund, dass mal so Tacheles geredet wird oder gesagt wird, wie es wirklich ist. Das meiste, was man bekommt, sind doch eher Aussagen, die ins PR-ige gehen, sage ich mal. Und ich stelle fest, die meisten wollen nur schriftlich kommunizieren, also am liebsten per E-Mail. Und dann kommen halt schriftliche Statements zurück. Ja, das hat sich leider so ein bisschen eingebürgert. Und das macht die Sache nicht zum Besseren verändert. Es gibt aber durchaus Unterschiede, wie die einzelnen Häuser kommunizieren. Ja, manche, die haben da arge Nachholbedarf. Ich meine, der Herr Knob, der kommt von der FAZ, das ist jetzt ein Verlag, der auch nicht für seine überbordenden Kommunikationsskills mit der Medienfachpresse überall im Land bekannt ist, glaube ich. Ja, Carsten Knob ist eine totale Ausnahme innerhalb des FAZ. Ja, ihn meinte ich nicht auch, sondern seinen Verlag nur. Ja, ja. Also da war es schon schwierig, jemanden zu finden, dem man fragen kann, und kam meistens dann auch nichts zurück. Bei ihm jetzt nicht, aber so generell. Herr Turi, wie schätzen Sie es ein?
Also kann ich nicht viel zu sagen, da ich seit 2014 nicht mehr redaktionell verantwortlich bin bei Turi 2. Nach dem Zusammenbruch, nach 7 Jahren morgen Newsletter und Aufstehen um 5 und abends nochmal Newsletter, habe ich das abgegeben. Kann ich nicht viel sagen. Ich kommuniziere auch nicht so viel auf der Ebene Pressesprecher. Die wechseln ja auch oft und ich habe meistens Kontakte, die älter sind. Also in der Industrie habe ich mehr mit Pressesprechern zu tun. In den Verlagen ist es eher so, dass ich die Leute seit 20, 30 Jahren kenne, die auch mal irgendwie in mittleren Ebenen angefangen haben und jetzt kenne ich sie halt immer noch und sie sind jetzt die Chefs. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich mit einem Pressesprecher besprechen sollte, der seit 1,5 Jahren da ist, weil die Halbwertszeit von Pressesprechern in Verlagen ist ja auch, glaube ich, eher gesunken, Stefan, oder? Es geht ja in der Medienbranche. Also so die man so ganz lange kennt, wie jetzt früher Edda Fels, Kurt Otto oder so, das gibt es halt nicht mehr. Ne? Es gibt auch Comebacker wie Tobias Korenke, mit denen kann man natürlich super ja. Aber ich sag mal, es gibt so viele junge Leute, da habe ich keinen Kontakt mehr, auch weil ich eben nicht mehr redaktionell verantwortlich bin. Ich wüsste jetzt nicht, wer der Pressesprecher von der FAZ ist. Ich auch nicht. Das wusste ich aber noch nie. Pressesprecher sind auch relativ häufig in Mutterschaftsurlaub. Das war mal so eine Grundregel, wenn man es kapiert hatte bei Gruner und Jahr, wer wo zuständig war, waren sie in Mutterschaft. Und wenn sie wiederkam, wurde alles umorganisiert und man wusste es wieder nicht. Das ist jetzt aber anekdotische Evidenz, Peter. Interessante These. Ja. Vielleicht noch eine Frage, wenn wir gerade bei Verlagen sind, wobei ich denke, wir haben da zumindest schon drüber gesprochen, aber vielleicht möchten Sie noch was ergänzen. Das war eine Frage von Dirk Engel. Ist die Verlagsbranche nicht ein Zielsegment, das kleiner wird und an Bedeutung verliert? Sie hatten das ja eben schon angesprochen, dann geht man jetzt in neue Richtungen, ne? Absolut. Deswegen sind wir eine Fluchtmutante. Ja. Peter hatte ja schon für mehr oder weniger tot erklärt vorhin, oder? Nee, tot nicht. Möchten Sie doch was ergänzen? Ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich sage, falls die Verlagsbranche verschwindet, und da hatte ich, es gab mal ein Buch, da sind also nacheinander, das Handelsblatt hat abgesagt, Springer hat abgesagt, Bauer hat abgesagt, Spiegel hat abgesagt, da habe ich natürlich ein paar unruhige Nächte gehabt. Und am Ende habe ich gesagt, wenn die Verlagsbranche untergeht, dann möchte ich nicht mit untergehen. Also es gibt ja schon Dinge, wo man sagt, naja, vielleicht erfinden die sich ja neu und kommen mal weg von dem, was nicht mehr läuft. Also das ist ein total offenes Rennen, ob es in 10, 15 Jahren noch in der Form den Spiegel, die FAZ und die Süddeutsche gibt. Wir hoffen es mal schon. Ne? Ja. Aber wissen tun wir es nicht? Nee, aber die ändern sich ja auch vielleicht ein bisschen zu langsam als nötig. Also weil ich vorhin gesagt habe, dass wir manchmal diese Technikmenschen bei uns im Interview haben. Also jede zweite Antwort, die Leute da geben, ist ja, die Publisher haben das aber noch nicht so richtig verstanden. Oder bei den Publishern, da dauert das noch, bis sich das durchgesetzt hat. Also das scheint immer noch eine Branche zu sein, zumindest die Print-Publisher, die da im Digitalen deutlich Nachholbedarf haben, immer noch. Ja? Obwohl sich natürlich schon viel tut. Und einige Häuser sind natürlich viel weiter als andere. Also ich würde extrem dafür warnen, dass die Verlage die Lösung sehen in Technik. Es muss jetzt alles irgendwie, es gibt da eine geheimnisvolle Technik, damit kriegen wir mehr Abonnenten und Anzeigen sind besser auszuspielen. Ich denke, das Gegenteil ist richtig. Also Turi 2 zum Beispiel war immer absolut low-tech, alte Tugenden wie tolle Magazine machen oder nette Veranstaltungen, freundlich sein. Also meiner Meinung nach können die Verlage sich neu erfinden, wenn sie mal ganz scharf darüber nachdenken, was sie für die Community alles tun könnten und nicht, was sie auf TikTok treiben und nicht, wie sie die Abo-Generierung optimieren. Weil ich weiß, ganz sicher, die Leute, die mit allen Tricks Abos ziehen, die sind auch die Leute, die als erstes die Abos wieder los haben, die wundern sich schon gar nicht mehr, dass die Abos weg sind nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, weil sie wissen ja, dass sie über eine Geschichte, die sie da ziehen wollten, den Abonnenten gekriegt haben. Und inzwischen gibt es ja auch eine ganz große Enttäuschung darüber, was die Haltbarkeit von mit Martech-Technik erworbenen, zahlenden Abonnenten gibt. Also das ist für mich totaler, ich bin ja halt auch 60 und verstehe nicht viel von der Technik, aber das ist für mich totaler Irrweg zu glauben, dass die Technik uns da rettet. Also ich denke, Carsten Klug wird da interessiert zuhören. Er hatte noch eine Frage und zwar, die geht in eine etwas andere Richtung. Bekommen die üblichen Verdächtigen, einige Namen haben Sie zu Beginn schon genannt, ich denke, er meint, schätze ich jetzt mal Julian Reichelt oder andere, von Ihnen nicht viel zu viel Aufmerksamkeit?
Da würde ich die Frage vielleicht auch noch anschließen. Kann man denn auch, Sie haben gesagt, Herr Turi, Sie gucken nicht nach den Klicks, aber Sie können ja selber schon auch Trends setzen. Sie können sagen, so, den ziehe ich jetzt heute durch, den ziehen wir nicht durch oder den setzen wir größer. Also wie setzen Sie da auch vielleicht damit Trends ergänzend zu der Frage? Also ich habe ja vorhin unsere Grundphilosophie genannt, dass Community heißt, dass immer dieselben vorkommen. Die Menschen interessieren sich für das, was sie kennen und nicht für Neues. Und wir sehen einfach die Reaktionen jetzt, nicht Klicks oder so, also wie viele Leute das auf Twitter retweeten oder wie viele Leute uns darauf ansprechen. Also es gab mal einen Spruch, alle interessierten sich dafür, was beim Spiegel passiert, keiner interessiert sich für Augsburg, obwohl die Augsburger Allgemeine bestimmt eine großartig verdienende Zeitung ist, die wohl auch heute noch ganz große Renditen schreibt und sehr gut ist in Augsburg. Aber trotzdem, keiner außer den Augsburgern interessiert sich für Augsburg. Alle interessieren sich für den Spiegel und alle interessieren sich für Julian Reichel und alle interessieren sich für Gabor Steingart. Und weil irgendjemand sagt, es ist mir aber zu viel von dem, er muss ja nicht jeden Artikel lesen. Also da können wir überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen, wenn jemand sagt, es ist mir zu viel Gabor Steingart. Gabor Steingart bewegt halt was in der Branche und Julian Reichel interessiert die Leute, was da passiert. Da können wir nicht sagen, ja, aus irgendeinem, wer sind wir, dass wir sagen, jetzt stopp, keine dritte Gabor Steingart-Meldung im Monat. Also weiß nicht, wie du das siehst, Stefan. Ja, die sind halt auch nicht langweilig, diese Leute. Ne? Kann man zu stehen, wie man will. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht. Man kann sich damit auch kritischer auseinandersetzen, aber man kann sich an ihnen ja, wie heißt das, reiben. Also der alten Tradition folgen Bad News are Good News. Das geht weiter. Nö, muss ja, aber Bad sein. Bad News, also der macht ja interessante Sachen. Jetzt der Gabor Steingart ein zweites Schiff baut, Pioneer 2, dann ist es keine Bad News. Aber das sind schon die Leute in der Branche. Ja. Nur mal als Beispiel. Nur weil Julian Reichelt sich jetzt als Bad Boy geoutet hat, war er auch nicht immer. Also eine Weile fand ich den ganz vernünftig und sehr engagiert, aber jetzt ist er halt... Er hat einen gewissen Weg genommen, ja. Und wenn der jetzt die neue Medienplattform macht, ist natürlich ein Riesenthema für alle in der Branche. Ja, ja. Ja, Sie haben übrigens einen Interessenten mehr gewonnen. Ein Kollege ist rausgegangen und hat gesagt, er abonniert jetzt Turi 2, sagen wir als Fußnote da noch. Da muss man fragen, wo war denn die letzten 15 Also Jahre? Hat sich schon... noch eine Frage kommt von Dirk Engel. Was lesen eigentlich die Leute, die bei digitalen Medien arbeiten? Eine sehr offene Frage. Keine Ahnung, wahrscheinlich keine gedruckte Tageszeitung. Also eine Weile lang habe ich gesagt, ich lese weniger. Also ich hatte früher, als ich den Morgen-Newsletter gestartet habe, hatte ich tatsächlich 5 Tageszeitungen physisch, weil das einfach schneller ging. Da war digital noch nicht so geil 2007, um das zusammenzusuchen. Und ich habe es schwer darunter gelitten, wenn aus wegen Sturm, Schnee, Krankheit, die nicht da waren morgens, musste fast der Morgen-Newsletter ausfallen. Dann gab es eine Phase, wo ich überhaupt keine Tageszeitung mehr gelesen habe. Jetzt lese ich immerhin den Wiesbadener Kurier, aber so einmal am Tag sowas Kuratiertes, wo man so sieht, so mache ich ganz gern, so eher gegen Abend, bis die hochkommt, auch vom Nachbar, der liest sie zuerst. Und eine Weile lang habe ich gesagt, die Inspiration ist ganz stark Podcast. Ich habe irgendwie 4 Stunden am Tag mit Podcast auf den Ohren rumgelaufen. Da ist aber so ein bisschen jetzt bei mir eine Sättigung eingetreten. Ein Podcast höre ich natürlich jede Woche. Garantiert freitags die Medienwoche mit Stefan Winterbauer und Christian Meyer, 2 Ex-Kress-Mitarbeiter natürlich. Natürlich. Das muss man auch hören. Also will ich jetzt alle, die jetzt raus sind und Turi 2 abonnieren, jetzt unbedingt die Medienwoche, weil man lernt da was. Also, und selbst wenn man manchmal es doof findet, man gewöhnt sich dran. Das wäre ganz kurz, ich hake nochmal ein, weil die Frage nochmal etwas präzisiert wurde in die Richtung, die Sie auch gerade schon sagen, welche Mediendienste lesen Digital-Experten? Die lesen natürlich alle, also wir lesen alles. Also sogar welche, die wir nicht zitieren dürfen, weil die uns sonst beschimpfen, dass wir sie zitieren. Also wir lesen alles. Ja, meint der Fragesteller jetzt uns mit Digitalexperten oder meint er die Digitalexperten da draußen? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, hoffentlich uns vielleicht. Und es gibt auch noch so Dienste wie zum Beispiel T3N und so. Also was ist Dienste, Fachmedien, die da auch sehr erfolgreich unterwegs sind und die gerade im digital-technischen Bereich sehr, sehr gut sind. Ja, oder Philipp Westermeier zieht das fast auch, über Podcast auf, hat auch ein ganz Online-Marketing, genau. Nach meiner Erfahrung wird das Spielfeld da größer und so unendliche Vielfalt, dass wir nicht sagen können, Stefan und ich, wer jetzt was liest, wissen wir gar nicht. Dann habe ich die Frage auch falsch verstanden. Was liest du denn, Stefan? Alles auch, oder? Alles, was so reinkommt, ja. Jetzt nicht mein Lieblings,
Dienst. Ich lese halt auch viel Newsletter, viel Twitter. Ich finde Twitter schon praktisch als Aggregator. Wenn man sich über Jahre hinweg seine Quellen da zusammengebaut hat, bringt das schon viel, finde ich. Aber Print eigentlich gar nicht mehr, muss ich leider sagen. So Tageszeitungen, auch die Zeit. Nichts mehr, nur noch digital. Aber eine Zeitfrage. Ich sehe schon, wir machen das in 5 Jahren nochmal und dann schauen wir, wie viel noch da ist von der Verlagsbranche. Ich hätte gerne noch eine Abschlussfrage, die ich gerne noch stellen würde, die ein bisschen das auch zusammenfasst, was wir eben schon hatten oder was angesprochen war. Einmal die Geisteshaltung wurde angesprochen, dann das Thema gesellschaftliche Entwicklung. Ich nenne es jetzt mal vielleicht auch gesellschaftlicher Anspruch. Es wurden auch die älteren oder etablierten vorher Medien angesprochen, wie jetzt der Journalist vom DJV. Da war ja zum Beispiel auch immer ein Thema Journalismus stärken, Demokratie stärken, also dieser gesellschaftliche Anspruch, der da auch hintersteht. Wie würden Sie Ihre Dienste bewerten in dieser Richtung? Also ist dann der gesellschaftliche Anspruch, geht ja auch so weit, dass ich eben auch sage, Demokratie stärken, wir tun was für die Gesamtgesellschaft. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das sind große Worte. Wir tun was für die Geisteshaltung wurde eben genannt. Also wir sagen, eine bessere Kommunikation hilft ja einer besseren Gesellschaft. Also bessere Kommunikation, bessere Welt ist sicher ein Ziel, was jeder haben sollte, der bei Turi 2 arbeitet. Aber wir können es halt nur indirekt machen. Und indem wir halt sagen, hört euch zu. Also auch stoppt so ein bisschen diese Cancel-Kultur, dass jeder sagt, nee, mit dem will ich nicht und so weiter. Dass man sagt, erweitert mal euer Spektrum, was ihr so seht an Meinungen. Deswegen haben wir im Dienst immer linke und rechte Meinungen. Und auch Roland Tichy hat für uns schon geschrieben. Dann kommen natürlich 10, die sagen, oh, euch lesen wir nie wieder, wie kann man nur und so weiter. Aber ich kenne Roland Tichy eigentlich noch als ganz vernunftbegabten Journalisten, auch wenn er sich radikalisiert hat. Also sozusagen unser Anspruch ist, dass wir sagen, also wir können jetzt nicht den Journalismus an sich fördern, dafür gibt es Verbände und sonst was, aber die Kommunikationskultur in dem Sinne von, hört euch mal an, was die 22-jährige junge Journalistin sagt, hört mal, was der 77-jährige Ex-Kanzler sagt über die Medien, also breites Spektrum, divers und Grundhaltung, man darf was sagen und sozusagen, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie Ihre Meinung sagen dürfen, was ja ein Spruch war, der früher galt. Und ich bin immer ganz erstaunt, wenn auch bei uns junge Mitarbeiter relativ schnell sagen, nein, den wollen wir gar nicht, die Meinung ist ja unmöglich, das ist ja in die und die Richtung. Und dann sage ich, stopp, erstmal nicht gleich bewerten, sondern wir tragen zusammen und die Bewertung überlassen wir dann in Teilen doch demjenigen, der drauf geht. Also Vielfalt erhalten und nicht gleich Cancel-Kultur. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Also das geht manchmal halt, es gibt dann schon manchmal vielleicht Fehlentwicklungen, auch in einzelnen Medien, wo früher die Mediendienste vielleicht noch mehr als heute kritisch drauf geschaut haben, das kritisch begleitet haben, das versuchen wir schon auch noch ab und zu. Das heißt, wenn man einen Kommentar schreibt über irgendwas, wenn man denkt, das geht jetzt in eine falsche Richtung oder hier wird der Cancel Culture gefrönt oder sonst irgendwas, dass man da versucht, auch so innerhalb der Branche, innerhalb der Community, würde Peter wahrscheinlich sagen, so ein bisschen den Finger heben und sagen, Leute, ist es jetzt wirklich so okay, wie ihr das macht? Ob wir damit jetzt gleich die Demokratie retten, weiß ich nicht. Das ist halt innerhalb der Branche einfach den Dialog aufrechterhalten, kritisch, konstruktiv. Klingt langweilig, ist aber halt so. Aber man muss ja auch sagen, dass zu den Mediendiensten heute Dienste gehören wie der von Stefan Nickemeyer über Medien. Also der sozusagen die Medienkritik institutionalisiert hat, glaube ich, 8.000 Abonnenten hat und jede Woche da 3, 4 tolle Stücke raushaut. Mhm. Und wenn wir denken, das ist gut, dann verlinken wir es und zeigen und führen unsere Leser dazu, dass wir sagen, schaut euch mal an, da ist ja eine kritische Meinung. Also da sind wir ein bisschen mehr Navigator, Aggregator, Metamedium. Wie man es nimmt. Über Medien richtet sich, glaube ich, auch viel an die Allgemeinbevölkerung, um so eine Art Medienkompetenz herzustellen. Ne? Wir zumindest richten uns schon aber dezidiert an Fachpublikum, also ein bisschen an die Insider, wie man das nennen will. Aber ich denke, dass über Medien verdammt viel Leser auch in der Branche hat. Also ja, auch. So engagierte auch. Laien. Ja. Aber ich denke mal, Bildblog hat ja jeder Bildredakteur gelesen.
Ja. Natürlich wird von der Branche auch gelesen, aber ich glaube, deren Anspruch und Publikum geht über die Branche hinaus. Ja, das schon, ja. Die wollen ja so ein bisschen erklären, wie Medien funktionieren und auch die machen ja ganz stark diesen Fokus auf Medienkritik. Ja, machen sie auch gut, sehr gut. Ja, ich sehe ein weites Feld. Es gibt noch viele Möglichkeiten, viele Ideen, wie es auch weitergehen kann, in welche Bereiche, wie sich es ausdifferenziert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich ja, für den spannenden Abend. Ich bedanke mich auch bei Nina Mühlenz für die Moderation, für den Presseclub. Ich danke auch der Evangelischen Akademie, die die Technik bei uns, wir haben es ja heute gehört, wie wichtig die Technik auch ist, in Teilen zumindest, wieder gut geleitet hat. Und wir haben gehört, Führung ist Kommunikation. Der Presseclub unterstützt das natürlich ein bisschen. Wir versuchen gut zu kommunizieren und die nächsten Themen auch für Sie anzubieten. Am 25. Januar ist Manfred Krupp bei uns online in Zoom zu Gast. Der Intendant des HR bilanziert seine Amtszeit, seine Arbeit und blickt zurück. Und vielleicht auch, wie es weitergeht in dem großen Bereich der Medien. Ganz herzlichen Dank nochmal, Peter Turi, Stefan Winterbauer, Ihnen allen, auch bei uns im Chat und am Bildschirm. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Zoom-Wink, ja. Genau. Muss man immer machen, ne?